Wie gut, dass heute Wochenmarkt war. Ich habe mir einen Batzen frische Eier gekauft und die brauchen wir auch. Wir machen heute einen Frankfurter Kranz/Blech. Ich habe nämlich bei jemandem aus der Community eine Nachricht oder von jemandem aus der Community eine Nachricht bekommen. Guck mal, Lisa, ich habe deinen Frankfurter Kranz umgebaut und habe dann Blechkuchen draus gemacht. Und ich fand das einfach so cool, dass ich mir dachte, ich probiere das auch mal. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber wir filmen ja immer mit zwei Kameras und wir versuchen euch heute mal über die mobile Kamera etwas mehr mitzunehmen. Also, ja, drückt mir die Daumen, dass alles gut klappt. Und jetzt geht's los. Ich brauche eigentlich 8 Eier. Ich stocke das Rezept vom Boden etwas auf. Deswegen brauche ich eigentlich 8 Eiweiß. Aber für die Füllung, die in den Frankfurter Kranz kommt, brauchen wir auch Eigelbe. 3 Eigelbe kommen eigentlich in die Füllung. Und da habe ich dann immer Eiweiß über. Und das, was ich da eigentlich über hätte, das gebe ich jetzt hier schon zu meinem Eiweiß mit dazu. Das heißt, statt 8 Eiweiß habe ich dann 11 Eiweiß. Aber trotzdem nur 8 Eigelb. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn ihr das genaue Rezept haben möchtet, dann schaut mal in die Infobox, weil da ist es dann nochmal in ordentlich notiert. So, jetzt habe ich hier 3 Eigelb und 8 Stück brauche ich so. Die muss ich dann hier wieder hinbalancieren. Das kann ja noch spannend werden. Los! Also dann sieht man mal wieder, das sind besonders frische Eier, nicht? Woran erkennt man denn, dass es frische Eier sind? Also ich habe gelernt, ja, dass wenn das Eiweiß so zusammenhängt, so? Also so eine klare Umrandung ergibt, auch wenn man hier zum Beispiel einen Teller klatschen würde, aha, dann ist das Ei sehr frisch. Je älter das Ei ist, desto flüssiger wird es. Also wenn, genau, wenn euer Eiweiß noch wie so Schnodder zusammenhält, wie das, was aus der Nase kommt, wenn das noch so richtig festes Gelee ist und sich deswegen vielleicht auch nicht so gut vom Ei trennen lässt, dann ist euer Ei ultra frisch. Und wenn das aber schon ziemlich, ziemlich flüssig ist, dann ist eher nicht so dolly. Aber worauf wollte ich hinaus hier? Wenn das so schön zusammenhält, dann ist das Eiweiß noch super frisch. Wenn sich das so ein bisschen schwer tut zu trennen, dann ist supi. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Tests, wie man 2, 4, 6, 7, 8, wie man feststellen kann, ob das Ei noch frisch ist, aber das hier ist immer so ein ganz offensichtlicher, so ein Anzeichen einfach nur, dass ihr wisst, okay, das ist, also wenn das nicht frisch ist, dann weiß ich auch nicht. So, mein frisches Eiweiß werde ich jetzt in meiner Küchenmaschine einmal volle Möhre steif schlagen. Das werde ich mit dem Großteil von meinem Zucker hier machen. Natürlich kommt da auch ein Vanillezuckerli zu. Und ja, dann wird das erstmal steif geschlagen, bis das so richtig schöne, stabile Baiser ergibt. Und danach wird die Butter mit dem Eigelb auch noch aufgeschlagen. Und die hier tue ich jetzt weg. Die sind für den Pudding, bevor die gleich versehentlich in den Boden kommen. So, okay, dann volle Möhre. Attacke. Das sieht perfekt aus und kann definitiv so bleiben. Ja, ich glaube, das spricht für sich. Das lasse ich jetzt einfach erstmal gerade so einen Moment hier stehen und kümmere mich jetzt eben um die zweite Masse. Wir machen nämlich eine Zwei-Kessel-Masse. Das heißt, Kessel Nummer 1 ist die Baiser und Kessel Nummer 2 ist eben unsere Butter-Eigelb-Masse. Die Butter, die ich jetzt hier zugebe, ist selbstverständlich
auf Raumtemperatur. Wenn sie das nicht ist, ist das mit dem Aufschlagen eigentlich so nicht möglich. Deswegen unbedingt softe Butter benutzen. Hier kommt jetzt der restliche Zucker dazu. Und dann schlage ich auch das jetzt volle Möhre auf, bis das so richtig schön fluffig ist, und gebe dann nach und nach immer ein Eigelb nach dem anderen dazu. Und dann sollten wir eigentlich so eine richtig schicke Masse daraus bekommen. Was ich gerade auch noch mache, der Struggle ist einfach real für mich. Ich nehme immer zu kleine Schüsseln, offensichtlich jetzt auch hier wieder. Ich habe hier in meiner Schüssel für die trockenen Zutaten Mehl und Speisestärke. Die müssen einmal vermengt werden, und das wäre jetzt hier so nicht möglich gewesen. Hier kommt jetzt außerdem noch ein bisschen Backpulver dazu. Und dann wird das eben einmal verrührt. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr mal so nebenbei auch schon euren Ofen vorheizen. Das tut meiner. Und euer Blech vorbereiten. Die Größe an Rahmen, die ich mir hier eingestellt habe, die schreibe ich euch ins Rezept. Aber es ist an sich quasi normale Blechgröße. Ich habe nur ein ganz bisschen Platz rechts und links übergelassen, falls es was auslaufen sollte. Aber an sich ist das eine normale Blechgröße. Ja, normale Blechgröße. Und jetzt los. Direkt noch ein Eigelb hinterher. Das sieht auch tippitoppi aus. Jetzt wird die Masse zu in diese Kamera. Jetzt wird die Masse zusammengesetzt, und dann kommt der ganze Spaß eben ab in den Ofen. Zum Zusammensetzen der Masse gebe ich mir jetzt hier so ein, einfach mal ein bisschen was von meinem Eiweiß zu meinem Eigelb. Und anstatt das jetzt mit Liebe unterzuheben, werde ich das einfach hier einmal so vermengen, ohne viel Gefühl tatsächlich. Das ist einfach erstmal, um die Masse so ein bisschen, so ein bisschen anzugleichen, damit die nicht ganz so kompakt ist und dann die fluffige Baiser dazu kommt und dann, nee. Deswegen eine Portion einfach erstmal rein. Dann kann hier noch, habe ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Dann kann hier noch was Baiser rein und wird auch wieder untergehoben, bis die Baiser soweit komplett drin ist. Unser Eischnee, unser Eiweiß. Und dann wird das trockene Gedönse da drauf gesiebt und auch untergehoben, und dann kommt das hier ins Förmchen und ab in den Ofen. Puh, und ich glaube, das wird knapp in meiner Schüssel, aber wir gucken einfach mal. Diese Milch, die ich hier gerade auf dem Herd habe, ist eigentlich irgendwie schon richtig was Besonderes. Ich habe da nämlich Vanilleschote drin. Ich habe da noch so ein paar, und eigentlich will ich die nie benutzen, weil ich es immer zu schade finde, für einen Pudding eine Vanilleschote zu benutzen. Aber die werden halt auch nicht schöner. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Vanilleschoten können halt auch austrocknen. Und es wäre halt schade drum, wenn die verkommen und austrocknen. Natürlich könnt ihr die immer noch, auch wenn die vertrocknet sind, versuchen auszukratzen und in euren Zucker zu tun. Aber irgendwie finde ich es trotzdem einfach zu schade, weswegen ich jetzt eine halbe Vanilleschote hier in meiner Milch schon habe. Und dann kommen die doch endlich mal zum Einsatz. Was jetzt auch zum Einsatz kommt, ist das Eigelb, was ich mir eben ja auch schon getrennt hatte. Das Eiweiß ist ja im Teig. Das Eigelb brauchen wir jetzt hier für den Pudding. Ich werde mein Eigelb zu meiner Speisestärkemasse geben. Ihr könnt die Speisestärke selbstverständlich mit ein bisschen Puddingpulver ersetzen. Das ist gar kein Problem. Jeder wie er mag. So. Und dann wird das ganze einmal verrührt. Achso, der Zucker sollte auch noch dazu. Ich mache halb halb, eine Hälfte vom Zucker in die Milch, die andere
hierzu und am Anfang denkt ihr euch so, oh, das verrührt sich doch niemals. Also ich werde dann immer erstmal kurz einen Moment nervös, weil das so trocken aussieht. Zu viel trockene Zutaten, zu viel, ja, für zu wenig Eigelb, aber vertraut mir, bleibt dran, verrührt das. Irgendwann löst sich der Zucker und dann kommt da so eine richtig dicke Paste raus. Da löst sich schon wieder langsam nach und nach alles. Also einfach dranbleiben, weiterrühren und dann kommt das zusammen. Da ist die dicke, cremige Masse, die ich angekündigt hatte. Jetzt müssen wir die hier, diese Eigelb-Schlotze, die müssen wir jetzt einmal angleichen. Und zwar ist es ja so, dass ich meine Milch hier auf Temperatur gebracht habe. Die ist kurz vorm Kochen. Kurz vorm Kochen. Ich brauche so eine Suppenkelle. Habe ich immer noch keine? Nehmen wir die von der Omi. Die alte aus Emaille. So, wir müssen angleichen. Das heißt, einen Schluck von der heißen Milch geben wir jetzt zum Eigelb dazu. Und verrühren das einmal ganz, ganz kräftig, damit die Temperatur hiervon einfach ein bisschen ansteigen, bevor wir das Ganze gleich dann zurückgeben und daraus einen Pudding kochen. Wenn wir das nicht machen würden, könnte es halt passieren, dass ihr, wenn ihr das, die Eigelbmasse einfach so jetzt zur heißen Milch dazu tut, dass hier sofort das Eigelb anfängt zu stocken und dann hättet ihr Rührei und das wäre auch kacke. Einmal noch. Voilà. Okay. Und jetzt ist das Ganze definitiv heißer. Ich kann jetzt so hier zurück. Und unterrühren, aufgekocht werden, bis dann Pudding rauskommt. Tada. Oh, here we go. Okay, Pudding ist einmal unterrührend, blubbernd aufgekocht. Ist jetzt schön abgebunden, wie ein Pudding sein sollte. Ich fülle mir den jetzt in ein anderes Töpfchen, bedecke den mit einem Deckelchen und lasse den dann so komplett auskühlen. Und ich mache mal das Fenster gerade auf. Trommelwirbel, Spannung, Aufregung. Da ist er. Fertig gebacken. Sieht schön goldig aus. Ta-ta-ta-ta. Da ist unser Boden. Ist richtig schön geworden. Ich bin zufrieden. Der darf jetzt genauso wie der Pudding auskühlen. Und jetzt kümmern wir uns noch flotti Karotti um den Krokant, den ich mir hier in meinem Topf schon abgewogen habe. Wenn ihr den nicht selber machen möchtet, kann ich total verstehen. Ich bin auch immer so ein bisschen abgeneigt. Kauft fertigen Krokant, gar kein Problem. Für diejenigen, die es selber machen möchten, ihr braucht gehackte Mandeln, wie ihr hier sehen könnt, Zucker und ein Schlückchen Wasser. Und dann wird das Ganze im Endeffekt so hergestellt wie an Weihnachten die gebrannten Mandeln zu Hause. Also werde ich das Ganze hier jetzt unterrühren, aufkochen und karamellisieren. Und dann lasse ich die abkühlen. Hier den Rest vom Schützenfest. So. Ich würde sagen, Hitze aus. Das sieht tippitoppi aus. Bisschen Farbe ist dran. Ist schön krümelig. Es riecht mega geil. Also, hier, es riecht nicht nach Weihnachten, weil ich finde, Weihnachten, da hätte ich noch Zimt dran tun müssen. Nach Jahrmarkt. Nach Kirmes. Ja. Also ist auf jeden Fall tippitoppi hier. Ich gebe das jetzt hier auf so einen Backpapierverschnitt und lasse auch das dann abkühlen. Uppala. Oh, diese Pfannen. Ah. Ich muss noch ein bisschen Muskeln aufbauen, wenn ich diese nice Pfannen von Hoffmann hier weiter benutzen möchte. So, okay.
There you go. So. Guti. Dann bis in ein paar Minuten. Stunden. Bis später. Ich kann mich konzentrieren. Und das mache ich, indem ich jetzt den Boden hier mal aus dem Förmchen rausschneide. Einfach mit einem Buttermesser, ihr wisst, so mache ich das am liebsten. Einmal lose schneiden, dann ab mit dem Rahmen und dann wird halbiert. So, ich glaube, an dieser Stelle wäre es hilfreich, euch zu sagen, dass ich das Rezept für meinen Frankfurter Kranz für den Boden nicht die normale Menge gemacht habe, sondern die 1,5-fache. Deswegen brauchte ich auch deutlich mehr Eier, als ich das gebraucht hätte, wenn ich das in einem normalen runden Förmchen gemacht hätte. So, aber ich wollte den halt so dick haben, dass ich den einmal halbieren kann, damit da die Füllung reinkommt. Wenn ihr das nicht machen möchtet, normale Menge, kein Problem. Da kommt eben die Buttercreme einfach nur einmal oben drauf. Und dann funktioniert das genauso, ist genauso lecker, sieht nur vielleicht nicht ganz so raffiniert aus, aber es schmeckt auf jeden Fall und das ist das Wichtigste. So, ist das ungefähr? Ja, ich würde sagen, das kommt hin. Ne, ich glaube, ich muss es doch einmal von meiner Backplatte runternehmen. Wer kennt die noch? Eins, zwei. Oh! Was wir gerade auch noch einmal machen können, ist eins, zwei. So, das Papier entfernen. Wir den eigentlich auch so rumschneiden. Hm? Macht den Braten nicht fett. Doch, macht ihn wohl. Kommt das hin? Was sagst du? Ja? Ja? Ist durch. Nicht draufdrücken. Ich halte fest. Drück. Schwupp. Wunderbar. Jetzt muss ich das hier mit Gefühl und Liebe runterbekommen. Dafür nehme ich mir am liebsten immer so ein Ding hier. Einmal auf Seite. Hoppala! Es kann halt nicht immer alles gut gehen. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Guck mal, der Boden ist ja noch heile. So, jetzt hier wieder meine Backplatte. Ich nehme die als Servierplatte, deswegen habe ich mir die schon zurechtgelegt. Komm, wir nehmen aber auch den wieder als Boden. Sollen wir den einmal umflippen? Mit Gefühl und Liebe. Shit happens. Mit Gefühl und Liebe. Man sieht es eh nicht, guck mal. Als wäre nichts gewesen. Und da kommt die Creme drauf, mit Creme. Der kann einmal hier liegen bleiben. Okay, jetzt kommt hier ein essentieller Teil vom Frankfurter Kranz drauf. Preiselbeeren. Ich habe aber im Schrank hier noch so ein Glas Cranberries. Und ich will die aufbrauchen. Ich weiß nicht, wofür ich es sonst benutzen soll. Und deswegen werde ich das miteinander vermischen und das eben als was schüttelst du den? Der Kameramann ist not amused, aber das macht nichts. Wenn du es nicht essen möchtest, dann musst du es nicht essen. Hier machst du ein Glas Mayonnaise. Das muss ich aufbrauchen. Einfach zusammen. Du kannst deinen eigenen Kuchen backen, wenn es dir nicht passt. Wie wäre es damit? So. Einmal die. Boah, ich liebe Preiselbeeren. Wir müssen auch mitdenken. Nice, jetzt habe ich die auch los. Die waren mal für ein anderes Projekt. Und jetzt sind sie halt zu viel. Okay. Einmal vermengen und dann können die jetzt gleich hier auch schon auf meinen unteren Boden drauf. Bevor ich die aber einmal grob verstreiche, werde ich meinen Boden tränken.
ganz klassisch. Ich habe mir dafür einen Läuterzucker angemacht. Das ist einfach nur ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Einmal aufkochen, dass sich der Zucker lösen kann. Und das werde ich jetzt hier auf den Boden auftragen. Ich habe noch, weil ich das so kennengelernt habe, einen Schluck Rum dazu gegeben. Der kann aber natürlich weggelassen werden, ist gar kein Problem. Und wer hier generell das mit dem Tränken nicht so dolly findet, ich finde gerade hier in Blechgröße mit dem Frankfurter braucht ihr das nicht, weil der Boden einfach, der ist wahnsinnig saftig. Also wirklich brauchen tut das nicht, aber es gehört irgendwie dazu. Deswegen machen wir das. Den roten Kram. Er ist kalt genug. Wir können fortfahren. Den Eimer gleich spülen. Ja, dann lasst uns die Buttercreme gerade noch fertig machen. Dafür muss ich mir die Butter, die hier super, 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 super duper weich ist, einmal volle Möhre aufschlagen. Und dann kommt eben, wie das bei so einer deutschen Buttercreme ist, löffelweise mein Vanillepudding dazu. Ich werde aber vorher natürlich noch, die Vanilleschote, das ist glaube ich irgendwo noch eine andere. Die werde ich natürlich rauspflücken, die muss nicht unbedingt jetzt in die fertige Creme, aber an sich, habe ich euch das schon öfter gezeigt. Butter. Das sieht schon supi aus, nichts Grisseliges, schön geschmeidig. Es riecht super lecker. Ich nehme jetzt mal ein größeres Moped hier und dann können wir anfangen, die Creme aufzutragen. Ja, super. Ich bin normalerweise nicht so der Fan von deutscher Buttercreme, um ehrlich zu sein. Das hat einfach was mit persönlicher Präferenz zu tun. Ich bevorzuge einfach italienische, französische, ungarische Milchmädchen. Gefühlt jede Buttercreme außer deutsche. Aber wie gesagt, das ist persönliche Präferenz. Für dieses Rezept ist es genau richtig so und deswegen werde ich da auch nichts dran ändern. Jetzt kommt hier wieder der Rahmen drum. Ach, ich hätte meine Klemmerchen gar nicht abmachen sollen. Rahmen wieder drum. Ich gebe jetzt ungefähr... Moment, einmal meine Klemmerchen. Ich gebe jetzt ungefähr die Hälfte von meiner Buttercreme hier drauf. Die andere Hälfte reserviere ich mir für den Deckel, genauso wie für die Garnitur. Hat keiner gesehen, ha? So, was ich dann immer voll gerne mache, ist, wenn ich mir Creme teilen möchte, ist, ich habe genau so viel Creme. Und dann markiere ich mir wirklich in der Creme, was ungefähr die Hälfte ist und nehme das dann ab. So. Ich würde sagen, das kommt ungefähr hin. Coolie. Einmal verstreichen, Deckel drauf, tränken. Nochmal verstreichen, kühlen, garnieren. Okay, ein bisschen was haben wir noch zu tun, aber wir sind demnach schon definitiv einen Schritt weiter. Runter mit dir. Fein. So. Ich tränke jetzt, wie gesagt, nochmal den Boden. Aber auch hier ist es wieder optional. Also für die Frage, ich weiß, dass viele Leute mich regelmäßig fragen, was macht ihr denn mit dem ganzen Kuchen? Glaubt ihr wirklich, man hat einen kleinen Freundeskreis, wenn man immer Kuchen zu Hause hat? Beantwortet das die Frage? Irgendwer kommt immer zu Besuch, die Nachbarn freuen sich, die Mitarbeiter freuen sich, die Freunde, die Familie... Man kriegt es immer weg. Manchmal ist auch noch ein bisschen Platz im Froster, wo man dann vielleicht so ein kleines Extra-Stück für einen besonderen Tag reserviert oder sowas. Also mein Kuchen wird nie, wirklich nie entsorgt. Dafür gibt es zu viele freudige Abnehmer. Ich kann euch auch zeigen, ich habe
da steht das Döschen. Ich habe für Instagram was gebacken. Ist jetzt hier im Tupperdöschen und wird gleich zu meiner Mama gebracht, weil die sich quasi schon für das Gebäck angekündigt hat. So, jetzt bestreiche ich mal den Spökes hier einmal. Dann kommt noch der Krokant drauf. Lecker! Gut. Das ist einigermaßen glatt, gleichmäßig und gerade. Jetzt kommt da eben noch der feine Krokant in der gleichmäßigen Schicht drauf. Ich habe viel zu viel gemacht. Ups, macht aber nichts. Kommt ins Tupperdöschen fürs nächste Backrezept. So, an dieser Stelle werde ich mich jetzt schon aus dem Video verabschieden. Upala. Weil ihr habt hunderte Male gesehen, wie ich Rosetten mit einem Spritzbeutel aufspritze. Das muss nicht nochmal erläutert werden. Bevor ich das aber mache und dieses leckere Blech hier anschneide, werde ich das noch für gut 2 Stunden, vielleicht sogar über Nacht, in den Kühlschrank packen, damit einmal alles fest werden kann, die Geschmäcker so richtig schön zusammenkommen können. Und dann kann endlich genascht werden. Na, bis dahin. Geduld und so. So. Guti, dann seht ihr jetzt gleich das fertige Ergebnis. Ich sehe hoffentlich ganz viele Kommentare von euch unterm Video oder ich sehe euch in der Kanalmitgliedschaft. Da würde ich mich auch drüber freuen, weil da ist das Video, was ihr hier gerade seht, nochmal gepostet, aber mit bestimmt 15 Minuten mehr Videomaterial zu Erläuterung von verschiedenen Techniken, die wir hier benutzt haben. Also vielleicht wollt ihr ja in die Kanalmitgliedschaft kommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab in den Kühlschrank mit dir.